Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Im letzten Part haben wir unseren ersten Kometenstern eingesammelt und er war nicht gerade ohne. Und ich hasse Zeitdruck und Challenges mit ein Leben. Also, dass das Spiel jetzt so krass jetzt nochmal richtig eine in die Fresse reinschlägt, habe ich damit jetzt nicht spontan gerechnet. Aber ja, okay, gut. ja, hä? Achso, Sternstabgalaxie. Darf ich erstmal den dritten Stern machen? Wäre schon cool. Wenn ich das dürfte. Nö. 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 Muss ich direkt machen. Zeitangriff. Der Sternregenpfad. Ah, kann ich bitte das Projekt abbrechen? Nee, komm. Mir gefällt's trotzdem. Ich breche das nicht ab. Das ist geil. Das ist Adrenalinkick hier. 1000. Over 9000. Ja, und nun? Hä? Achso, nee, hier. Diese Sterne da. Ja. Nee. Lauf einfach. Es wird es um Leben und Tod gehen. Eigentlich schon, mehr oder weniger. Oh, diese Physik, wenn man auch so komisch läuft, so. Ach, egal. Aber so weit, so gut. Ich stelle mich gerade gar nicht mal so scheiße an. Kann ich auch da drauf landen? Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt so einen Teil übersprungen habe. Ich will es mal hoffen. Einen guten Teil, also nicht, dass ich das jetzt bereue oder so. So, ungefähr eine Art. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Gehen wir mal zum nächsten. Hier sind ja noch die beiden hier. Durfte ich dich einsammeln? Dankeschön. Es geht dir doch um Leben und Tod. Boah, das war knapp. Okay. Boah, das ist wirklich richtig heftig, ne? Ohne Witz. 3 Minuten. Ja, okay, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Wo geht's jetzt hin? Achso, hier. Ich möchte gerne hier weitermachen. Kann ich hier... Ne, ich muss erst drauf landen. Okay, gut. Keine Sorge. Na, du sollst da hingehen. Hallo. Dankeschön. So, weiter geht's. Also ich bin gerade gar nicht mal so scheiße. Würde ich mal behaupten, ne? Ah, diese komischen Spinnenviecher. Nee, verpisst euch. Haben die gerade irgendwas geredet? Nee, wahrscheinlich waren das nur Hallos. Guck mal, geh weg einfach nur. Ich glaube, ich muss hier fast alles kaputt machen. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Oder muss ich das? Ich weiß es gerade nicht. Ich mach's jetzt einfach mal. Ja, muss ich. Okay, okay. 1 Minute 58. Oh shit. Ich habe das komplett wieder alles verloren, als wäre alles gelöscht, was ich vorher alles gemacht habe. Wie geht jetzt weiter, verdammt nochmal? Hat das was mit dem Tod zu tun? Und ich muss einfach hier da drauf. Okay, gut. Keine Sorge. Hä? Warum bin ich jetzt so komisch abgesprungen? Betrug oder so? Dürfte ich mal wieder nach oben? Dankeschön. So, jetzt aber. Oh nein. 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 Nicht das. Oh nee, das war Krütze. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Mhm. Mhm. Oh, das werde ich nicht schaffen. Ah nee, vorbei. Das ist ja das letzte. Das ist ja die letzte Passage. Danach bekommt man ja den Stern. Also komm, bitte. Das muss jetzt machbar sein. Ey, wenn ich das wieder im First Try mache. Ey, wie im letzten Part. Ey, der allererste Kometstern. Boah, Alter. Da bin ich richtig skillig drauf. Ich glaube, mir fehlen noch 2 oder 3. Mach schneller die komischen Plattformen erschaffen. Oh mein Gott. Wirklich, ey. Adrenalin pur, Alter. Oh, das ist krass. Alter. Auf der rechten Seite war ich ja hier noch gar nicht, also von daher.
Okay, es waren alle. Nee, das waren sogar 5, keine 6. Okay. Gut. Dann nur noch in die Mitte zum Stern und dann habe ich es auch schon. Oh, Zeitdruck hasse ich. Wie gesagt, das habe ich schon beim letzten Part erwähnt. Wenn du solche Games hast oder so, wo Zeit null eine Rolle spielt, du hast unbegrenzte Zeit und du kannst dahin latschen, wie du willst oder so, kannst machen, was du willst, so unbegrenzte Zeit. Und dann, wenn dann sowas Spontanes passiert, musst du dich beeilen, als hättest du Speed genommen oder so. Keine Ahnung. Digi, ey, nee. Das ist einfach nur krank. Neue Galaxie. Okay, im Badezimmerbereich. Yay! Und wieder ein Komet. Oh, was war denn jetzt blau gewesen? Ich habe das schon wieder aus dem letzten Part vergessen. Scheiße. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Speichern? Aber immer wieder gern. Natürlich. Na, wenn wir schon einmal... Ah, nee. Nee. Wir hatten ja hier noch einen Stern ja noch zu machen, ne? Den machen wir am besten jetzt, bevor ich den Kometstern mache. Nein, danke. Wofür war das Blaue nochmal? Ne, Gelb oder Grün war auf jeden Fall Dings gewesen. Dass man nur einen Versuch hat. Klebekokons und Königsspinne? Ne, Klebekokons und Königsspinne. Ne, ich habe es ein bisschen komisch vorgelesen. Egal, ne, passt schon. Okay. Nein, deswegen auch die Vorstaub, also dieser Sternstaubgalaxie, das sind diese komischen Teile. Also sind das irgendwelche Klebeteile, Kletten, irgendwas komisches in der Art? Den kann ich sogar ansprechen. Einer aus unseren Suchtrupps ist auf der Suche nach einem Powerstern auf diesen Planeten gegangen, aber er kommt einfach nicht mehr zurück. Werden wir das jemals erfahren? Ob er noch da ist oder nicht? Werden wir denjenigen retten? Vielleicht? Vielleicht auch nicht? Oh Mann. Okay. Warum sind die Spinnen jetzt schon hier da? Die sind etwas nervig. Aber nicht so nervig wie Goombas. Denn die sind noch nerviger. Bitte verpiesel dich. Dankeschön. So. Richtig schön gecheckt. What the fuck? Jetzt vielleicht? Hey, hallo. Warum denn nicht? Muss ich extra drum rumgehen oder was? So, jetzt aber. Jetzt sind wir schon... Ach, nee. Du frisst mir wieder alles weg. Alles umsonst die Arbeit gemacht. Und nee. Musst du so viel fressen? Hast du nicht schon genug Sternteile vom letzten Mal? Wie viel willst du diesmal? 50. Ich hab 30. Nee, 25. Ich hab gerade mal die Hälfte. Das macht's ganz schlimmer. Ja, toll. Ja, ja, toll. Mehr, mehr. Ja, schön. Ich hab nicht mehr so viel. Du klaust mir ja alles weg. Ganze Arbeit. Deswegen bekommst du jetzt nichts. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was er jetzt gemacht hätte. Ist jetzt auch wurscht. Egal. So, weg mit dir. Naja, ich sammle noch das bisschen hier. Das sehen dann noch die anderen 25, also von daher wird es ja gar nicht mal so schwer sein. Ich habe es sogar doch geschafft, nach oben wieder zu kommen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sammeln wir die hier noch auf. Warum wird mir das jetzt nicht mal angezeigt, wie viel ich gerade im Moment habe? Was soll der Scheiß? Weil das wüsste ich jetzt schon gerne. Ah. Nein, ich... Ist schon wieder... Alter. So, dann müssen wir es halt so machen. 9. Okay. Ich hab 9. Jetzt mache ich das doch noch. Wo ist denn das jetzt hier? Komm. Ne, ich will erstmal den Ausgang finden, weil sonst ist er, glaube ich, gar nichts gerade im Moment.
Ausgang, was laber ich? Den Eingang natürlich auch, da ist er schon. Wunderbar. So. Na, hier ist so ein Kristall. Ah, nee. Ich habe die Sternteile gar nicht gesehen. So, du rückst auch mal ein paar Teile raus. Ich danke dir. Macht 2,50. Nee, nee, Spaß. So. Haben wir noch ein paar. Uns fehlen noch 5, also von daher. Ah! Nee, nee, wobei. Oh, jetzt haben wir. Jetzt haben wir passende. Kommt noch was raus, jo. Schick! So, jetzt können wir nochmal nach oben. Geben wir ihm nochmal die restlichen hier. So. Finde das Löchlein. Wo können es nun sein? Ach, da ist es ja. So, den Weg da rausfinden. Sehr schön. So, nein. Och, Mann, Junge. Gut. So, wo ist der Vielfraß? Wo ist der Fetti? Zeig dich. Da. Da bist du. Gib dir mal die restlichen hier. Die du zwar eigentlich überhaupt nicht verdient hast, aber naja. Mich interessiert es mal doch, was du so jetzt wunderbares aus dem Herz zauberst. Das war's. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung. Und? Was ist es? Ein neuer Planet wurde geboren. Ein Yoshi. Okay. Sieht doch wie cool aus. Hat aber sind übelst viele Goombas. Vielleicht auch nur so ein Bonus für die Sternteile oder so. Könnte ich mir wenigstens noch so gut vorstellen, dass jetzt noch nicht richtig aufgeladen war. Denke ich mir jetzt einfach mal. Nö. Nein! Jetzt werde ich wahrscheinlich noch von Goombas getötet oder was? Weil denn das sehe ich nämlich hier überhaupt nicht ein, damit das hier mal klar ist. Ob ich nur einen getroffen habe davon. Machen wir es halt auf die altmodische Art. Ich springe einfach auf jeden Goomba drauf. Naja, fast auf jeden. So. So ein Yoshi-Planet, ey. Hat irgendwie was. Sieht ganz cool aus. Hat so ein holzartigen Design bekommen. Es hat halt schon was. Ist schon cool. So. Warum spalten der so komisches Feuerkram-Zeugs raus? Kann ich mich da verbrennen? Will ich es ausprobieren? Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Hoffe, dass mir das Karma da jetzt nicht hier das alles so in die Schränken weiß, was ich dafür gemacht habe. So, dafür muss ich jetzt den Sternteil ausgeben. Als ob ich dafür sogar einen Stern bekommen habe. Hätte, muss ich das aber eigentlich ja nochmal machen, weil das ja nur so ein, sag ich jetzt mal, Sidequest-Stern ist und kein Hauptstern. Ja. Dann könntest du. Dankeschön. Dann müsste ich das ja nochmal machen, weil, wie gesagt, ist ja kein Hauptstern. Ja, gut, dann machen wir es halt nochmal. Ist es auch nicht so das Problem. Was macht Yoshi denn hier? Oh, das frage ich mich auch. 444. Eher 444 anstatt 666, denn wir wissen alle, was es bedeutet und das werde ich jetzt nicht erwähnen. So, machen wir das jetzt nochmal, aber mit dem Hauptstern. So, nochmal. Aber damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber es war eigentlich so klar, dass dann irgendwas passieren müsste, wenn man dann alle Goombas besiegt, also von daher. So, Klebekokons und Königsspinnen, nochmal. Der fünfte normale Stern. Die Kometensterne zählen ja sowieso mit dazu, ne?
Aber die kommen halt nur ab und zu mal. Nee, das kann ich sogar überspringen. Okay, das ist alles kein Thema. Ich dachte jetzt schon, what the fuck. Oh, wow, 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 wow. Wir wollen ja hier nicht so viel übertreiben. So. Gehen wir nochmal komplett durch. Diesmal übersehen wir mal den Luma-Vielfraß hier. Den, oder auf Englisch gesagt mal den Dingome-Luma. Weil irgendwie hört sich das irgendwie etwas cooler an. Weil darum... So, jetzt machen wir mal einen kleinen Speedrun hier. Machen wir das mal ein bisschen schneller hier. Das ist doch schön. Läuft wie geschnitten Brot hier. So, jetzt können wir komplett normal wieder weitermachen. Okay, da geht's rein. Und wo geht's denn hier weiter? Weil es ist ja fast schon aufgebaut wie so ein Labyrinth, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Na, kleine Sackgasse. Ah, ne, hier ist ja hier so ein Stern. Ah, wie kommen wir jetzt dahin? Ah, okay, ich habe den Weg gefunden. Einwandfrei, Spitze. So lobe ich mir das. Ah, okay. So, Mini-Sterne werden sich gegönnt. Oder habe ich einen aus Versehen gerade weggeschossen? Wollte ich nicht, sorry. Aber nicht wieder in der Bosszeit, oder? Weil wieder so dramatische Musik hier am Start. So. Ah ne, die kann ich nur kurz paralysieren. Ach, mach mal das mal so kurz. Dann geht's ein bisschen leichter. So, perfekt. Okay. Ah, man muss direkt dorthin. Um. Ah, okay. Ja, das sind diese Klebeteile da. Okay, ich glaube, es ist bald wieder Bosszeit. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Und es ist auch nicht ohne Grund gerade diese dramatische Musik. Schöner Treffer. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay. Ja, okay. Dann war das auf jeden Fall klar. Dann machen wir direkt hier weiter. Oder können die uns auch so treffen? Ne, denk ich mal nicht. Geht denn jetzt hier weiter? Na, hier bestimmt nicht, oder? So, da führen sogar die Münzen dahin. Okay, das ist jetzt die Hauptklette. Okay. Oh mein Gott. So ein riesiges Spinnennetz. Und da ist wahrscheinlich die riesengroße Spinne. Ich habe ernsthaft jetzt gerade keinen Bock jetzt auf diesen Fight, ne? Weil Spinnen sind nicht so mein Ding, ne? Und wie komme ich da jetzt? Muss ich zu dieser einen Klette da? Kann ich da überhaupt irgendwie hier hoch? Ah, okay. Ah, da ist sie. Wie sieht die aus? Boah, die sieht ja richtig hässlich aus. Okay, die versprüht vielleicht irgend so ein komisches Sekret, vielleicht ihr Gift. Was machen die Toads hier? Das verstehe ich nicht. Sollen die Toads mir irgendwas bedeuten? Okay, das ist auf jeden Fall die Angriffsfläche hier. Das ist auf jeden Fall klar. Okay, erster Treffer sitzt. Ach, auch noch oder was? Okay. Okay. Also bis jetzt gar nicht mal so schwer. Und der dritte Treffer. Okay, das ist jetzt schon ein kompletter Treffer, als von daher. Oh, jetzt bist du mehr aggro. Okay. Zeig mal jetzt, was du drauf hast. Okay, hat sich schon geklärt. Fuck. Nein, 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 nein. Okay, ich brauche 2 Münzen oder so.
Nein, jetzt bewegt sich die Spinne. Ja, jetzt habe ich nicht mehr die Dreierkraft. Toll. Oh, ich glaube, ich werde hier drauf gehen. Ich glaube, ich werde bei dem Bossfight drauf gehen. Was war denn das? Warum hast du dich nicht mal weiter bewegt? Was bist du für ein Trottel? Hallo? Achso, ich kann die einzelnen Dinger hier auch noch treffen, aber das bringt mir eigentlich gar nichts. Okay. Oh, bitte lass mich das auch im First Try schaffen, ey. Na hallo, beweg dich! Warum? Hallo? Ja, was war denn das für eine Scheiße? Hallo, beweg dich doch nach rechts! Oh, ich hasse die Physik hier manchmal, ey, in diesem Game manchmal, ne? Boah, ey. Nee, ich werde hier sterben. Ey, diese Bewegung gerade ist übelst für den Arsch. Nur weil es im Kreis geht, muss ich meinen Stick genauso bewegen, wie als würde ich wirklich um den Kreis gehen. Und das ist ja richtig scheiße. Komm, das ist ein direkter Treffer, komm. Noch ein Versuch. So. Hat gesessen auf jeden Fall. So. Komm, der dritte auch nochmal hinterher. Komm. So. War es das jetzt? Zweimal? Okay. Gut, also doch im First Try. Und ich dachte schon, ich hätte das jetzt nicht geschafft. Ey, das wäre so unnötig gewesen, ne? Wie komme ich jetzt an den Stern da dran? Achso, die kann ich noch benutzen, die Kletten, okay. Oh, habe ich mich richtig dämlich angestellt dabei. Boah. Ey, das ist ja nicht mal zu ertragen, Mann. Okay. Ja. Ja. Mehr habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ein Gourmet-Luma ist aufgetaucht. Oh, nein, bitte nicht. Oh. Im Badezimmer. Kannst du bitte vorher duschen? Dankeschön. Wäre nett. So. Dann würde ich mal sagen, der Part war diesmal richtig krass irgendwie. Aber gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder mal einen Daumen hoch. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Und wenn ihr keine Videos auch verpassen wollt, auch gerne die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Party in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut.